So, zweite Mission kommt jetzt. Nur kurz hier gezeigt, dass ich noch ein bisschen was geändert habe. Auflösung direkt in der Auflösung, der ich schon encodiere. Dann kommt 1140p bei YouTube, weil 1800 will bei dem Spiel hier nicht. Und hier auch sozusagen alles auf maximal. Also sollten alle zufrieden sein. Dann will ich noch eins zurück und laden. Ja, und hier seht ihr schon, ich habe das Tutorial nochmal gestern gespielt. Wobei, das war glaube ich schon vorher da. Ich habe das gar nicht gespeichert. Ich habe es auf jeden Fall mal durchgespielt, weil es schon ganz interessant war und hilfreich. Ich kann mich jetzt sogar ducken. Und ja, laden. Mal sehen, wie die zweite Mission wird. Ich habe ja schon mir einiges in den Kopf werfen lassen müssen, wie dumm ich mich angestellt habe bei der ersten Mission, aber was war zu erwarten? Ich habe das noch nie gespielt. Ich komme hier aber nicht rum, denn da ist eine unsichtbare Mauer. Schön. Zack. Drücke die Enter-Taste, um die Waffe durchzuschalten. Ach, durchzuschalten. Jetzt verstehe ich, was die meinen. Ich dachte, meinen die laden oder was wollen die? Laden drücke mit E. Ich habe das eine Ziel total vergessen. Das haben wir im letzten Video gesehen. O. Oder war das 0? Das ist total unnötig. Lass mich da mal wieder rein, bitte. Kann ich Escape drücken? Danke. So sieht man nämlich genauso. Das habe ich jetzt im Tutorial gelernt. Mit Tab-Taste. Was ist das? Datenlink-Update. Satelliten. Drücke. Ah, ja, genau. Da war auch was. Kann ich mich da auch reinzoomen? Da kann ich zoomen. Ich kann aber nicht. Ja, gut, das sollte reichen. Escape. Wir machen einfach weiter. Ich versuche mal kurz vor oder nach Ende der Mission kurz einen Schnitt zu machen, immer, also kurz die Aufnahme zu beenden, dass ich direkt mit dem richtigen Einsatzbesprechungsvideo, ich komme da aber nicht durch, dann im neuen Video starten kann. Mal gucken, ob das so klappt. E. Normalerweise muss man bei Battlefield immer nur drauf zulaufen. Das sind meine Typen, denke ich mal. Unser Stützpunkt wurde Hallo, zerstört. Herr Bob ist da und rettet euch. Mir nach? Okay. Ja gut, ich kann hier nicht rennen scheinbar. Da wo man bei Battlefield rennt, läuft man hier ganz langsam. Mit der Shift-Taste. Ohne mich können die doch echt alle nichts. Ich kann nicht rennen, ich kann noch Danke nicht für die zweimal W Rettung. hintereinander Haben Sie drücken. Captain Duncan schon gefunden? Ich habe gesehen, wie er den Weg hinter dem Bauhof runtergegangen ist. Oh, du siehst aber sechs hier. Was für Gedanken schon wieder. Maximale Gesundheit erhöht. So. Ja, knutscht euch ab. Was haben wir für schwule Phasen, ne? So. Dalalala. Das ist ganz witzig, ey. So eine Fahrt sich durchzuschlagen. Ich würde gerne lesen, was der Grenadier ist, ja? Ist der wirklich Grenadier? Warum wirft er da nichts? Was hat er für eine Waffe? Der ist doch kein Grenadier, das stimmt nicht. Das ist nicht originalgetreu. Unten links ist meine. Gutes Timing, Havoc. Hallo. Nord rückte mir schon ziemlich dicht auf die Pelle. Ich bin noch nicht mal getroffen etwas ganz worden. Besonderes, das ich beschützen musste. Rüstung voll, das alles ist der voll. Prototyp eines Zielmarkers für die neue Ionenkanonenplattform im Orbit. Ups, sorry. Ich wusste nicht, dass es geht. Geeignet zur Zerstörung größerer Gebäude. Sobald der Marker platziert ist, bleiben noch genau 10 Sekunden, um in sichere Entfernung zu gelangen. Ich muss mich um meine Männer kümmern. Das war keine Absicht. Ich habe ihm leider echt gar nicht zugehört. Das war zu witzig. Was sollte ich machen? Finden Sie das Gefängnis. Soll ich dem hinter. Ich sollte dem doch nicht hinterherlaufen, oder? Ich hab nicht zugehört! Ah. Ja gut, wir werden schon irgendwie den Weg finden. Wenn es hier nicht weitergeht, ist eh eine unsichtbare Mauer da, von daher. Herr Vogt, in einem Wachturm vor Ihnen sitzt ein Notofficer, der sich um die Organisation der Verstärkungen kümmert. In den Kopf schießen, das ist am schnellsten. Luftschlag wird ausgeführt. Hilfe? Ja, so kann ich mich übrigens ducken. Mit meiner beliebten Taste Y. Dann nehmen wir mal. Hallo? Das wollte ich. Ja, oder so. Luftschlag. Warnung, gegnerische Luftanheiten geortet. Warum habe ich hier keine Verstärkung? Ich bin total allein. Das gibt's aber bei Command & Conquer ja gar nicht. Dass man da ganz alleine. Eliminieren Sie den Nordoffizier. Wo ist der Nordoffizier? Ach, der kommt da bestimmt runter. Nein, nicht laden! Schön. Habe ich das geschafft jetzt? Ne, das war keiner. Seit wann läuft ein Infanterist alleine da
Na gut, wenn ich ein Kommando bin. Von Art Tanja. Wer? Ach ja, da war ja was mit Türen. Ach, der ist das. Das ist der Offizier. Der Turm ist der perfekte Einsatzort für Ihr Scharfschützengewehr. Nutzen Sie ihn zu Ihrem Vorteil. Wo ist ein Scharfschützengewehr? Ich liebe Scharfschützengewehre. Es hat mir im Tutorial sau Spaß gemacht. Da wird wohl oben eins sein. Gesundheit. Wieso voll? Ich bin doch voll getroffen worden. Egal. 3. Und jetzt, ja, wo muss ich hin? G und T? Gar nicht wahr. Rechte Maus, was ist das? Da! Bleib schön stehen. So geil, so eine Waffe. So einen wünsche ich mir für zu Hause. In meiner Zeit mit der Bundeswehr habe ich leider keine benutzen dürfen. Da hätte ich mich schon speziell für diese Laufbahn entscheiden müssen. Scharfschütze. Ja, ich kann ja keinen Panzer damit abknallen. Soll ich jetzt echt nicht einfach weiterlaufen? Oder kann ich ihn irgendwie markieren für die Luftangriffe? Probieren wir es mal aus. Nee. Wundert mich nicht, und meine Munition ist alle. Hallo. Ich bin neue Muni. Cool, wie der einfach runterschmeißen kann, ohne Schaden zu nehmen. So ein Mist. Da ist noch einer und ich habe keinen. Na gut, dann muss ich das auf konventionelle Weise machen. Oder? Damit. Hier geht einfach weg! Hier Kanonenschiff Tango. Wir stehen unter schwerem Beschuss durch Nordgeschütztürme. Alle verfügbaren Einheiten bitte antworten. Schalten Sie die Geschütztürme aus, um das Kanonenboot zu beschützen. Dann können wir ein wenig Feuerkraft zum Einsatz bringen. Evert, wir schicken Ihnen C4. Benutzen Sie es auch. F6. Ich drücke F6. Wo steht Speichern? Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, aber wenn ich versage, dann fange ich halt von vorne an. Da bin ich nicht kleinlich. Was, ach, das ist kein Panzer, das ist ein Flak. 9. Hä? Habe ich jetzt dran gemacht oder nicht? Das habe ich auch bei dem Tutorial nicht ganz verstanden. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Irgendwann muss ich schon warten, bis es auflädt. Und dann vielleicht die andere Taste. Gedrückt halten. Loslassen. Ja! Fuck. Ich hab's nicht ganz verstanden. Im Spiel laden. Jetzt bin ich gespannt, wo ich rauskomme. Ich hatte es eigentlich versucht. Das sieht nicht gut aus. Nein, gar nicht. Na gut, dann fangen wir von vorne an. Wieso hat das nicht geklappt mit dem... Da kann ich immerhin zuhören, was ich vorhin verpasst habe. F6, das hier. Ach so, ich habe F5 gedrückt. Zack, perfekt. Wieso hängt das jetzt so? Gut, jedenfalls weiß ich jetzt mein Problem. Kann ich auch schnell laden. Naja, gehen wir aber Suchen weiter. Sie den Nordgefängnisblock. Die Zivilisten werden dort gefangen gehalten. Kein Problem. Ist übrigens eine schöne Kulisse hier, muss ich ja sagen. So richtig Command & Conquer getreu. Auch wenn es kleinere Unstimmigkeiten geben mag. Da kann man drüber hinwegsehen. So. Das ist Havoc. Unser Stützpunkt wurde zerstört. Und Nord nimmt Gefangene. Mir nach. Ja. Ich finde es ja selten, dass so wenige gegnerische Einheiten da sind. Oder auch eigene. Weil das halt total untypisch ist für Command & Conquer. Danke für die Rettung. Haben Sie Captain Duncan schon gefunden? Ich habe gesehen, wie er den Weg hinter dem Bauhof runtergegangen ist. Da ist Tiberium. Krieg ich eigentlich auch ein Level up oder sowas? Naja, wenn ihr hier bei keinem Rollenspiel. Rollenspiel-Game hätte ich beinahe gesagt. Laufen wir einfach mal in. Schussfeld rein, ist sehr klug.
Ihr drin? Jetzt höre ich aber zu. Gutes Timing, Havoc. Not rückte mir schon ziemlich oben nichts mitlesen übrigens. Ich habe etwas ganz Besonderes, das ich beschützen musste. Das ist der Prototyp eines Zielmarkers für die neue Ionenkanonenplattform im Orbit, an der die GDI arbeitet. Prima geeignet zur Zerstörung größerer Gebäude. Sobald der Marker platziert ist, bleiben noch genau 10 Sekunden, um in sichere Entfernung zu gelangen. Ich muss mich um meine Männer kümmern. Viel Glück. Dann hoffe ich mal, dass das Flak auch das gewünschte Zielobjekt. Moment, ich muss auf die andere Seite. Zumindest denke ich das. Ich laufe den einfach mal hinterher jetzt. Vielleicht war das doch eher geplant gewesen. Hat mir ja irgendwie keiner gesagt, wo es jetzt weitergeht. Ich laufe einfach meinen Leuten hinterher. Ich will ja nicht allein in der feinen Linien sozusagen laufen. Maximale Gesundheit. Wow, geil! Ich habe noch mehr Gesundheit. Und jetzt? Leuchtfeuer. Kann ich da auch hoch? Lass mich da auch hoch. Ich drücke E. Ey, das ist unfair. Das ist so unfair. Die bringen sich jetzt in Sicherheit und lassen mich da. Kann ich den fahren? F9. Soll ich das unbedingt? 5, 6, 7, 8, 9. Stimmt, das ist ein 9. Rechtsklick zum Zünden. Rechtsklick, ne? Voll. Das ist C4. Ja, Moment, ich will fahren, aber ich kann nicht fahren, weil es vom Feind ist oder was. So, gut. Das ist ganz simpel. Gibt es eigentlich auch Zeitzünder? Zack. Und Waffe. Ja, damit. Dann habe ich ja mein C4 jetzt wahrscheinlich wieder zurückbekommen. So gut wie neu. Da komme ich nicht rum. Ich nehme an, ich hätte doch da weiterlaufen müssen. Orca-Jäger, oder was? Es ist ein Kraftwerk. Sollte eins sein, wenn ich das richtig sehe. Ja gut, hier kann ich nicht mehr viel machen. Ich muss wohl tatsächlich... Ich würde echt gerne mit so einem Ding da einfach hinfahren. Bringt es mir überhaupt was, wenn ich das jetzt alles... Ich speichere mal. Dann F9, ne? Ja gut, ich kann einfach so auswählen. Dum-di-dum-di-dum. Und... Ja, damit. Lalala. Ja, ich würde echt gerne irgendwie ein bisschen schneller laufen können. Ist aber scheinbar nicht vorgesehen. Vielleicht kommt das noch. Da kann ich auch bestimmt hochlaufen. Ja. Gut, keine Experimente. Hier liegt echt überall Gesundheit und Rüstung rum. Gesundheit ist die 79 unten links und die Rüstung ist das Graue, was von rechts nach links sozusagen sich aufbaut. Und dann ist noch das Radar da. Ah, da ist noch ein Feind. Ich gucke nämlich nie aufs Radar, das habe ich bei Battlefield auch nie gemacht. Oder ganz selten eigentlich. Wobei das eigentlich eine sehr nützliche Hilfe ist. Sehr nützlich. Mit I. So, jetzt könnte ich mal gucken, ob da drin noch was ist. Was? Moment. Ah! Da! Du Sack. Kann froh sein, dass hier Gesundheit ist. Wieso steht da Gesundheit? Ach so, ich habe erst Gesundheit aufgefüllt bekommen. Das meinen sie wohl. Aber warum ist sie da noch da? Scheinbar werde ich getroffen, aber verliere nichts. Ach, die Rüstung geht weg, jetzt verstehe ich. Ja gut, dann muss er jetzt mal hinterher steigen. Ah ja. Herr Vogt, in einem Wachturm vor Ihnen sitzt ein Notofficer, der sich um die Organisation der Verstärkungen kümmert. Schalten Sie ihn aus. Hier kann man echt nicht so schnell speichern. Weil das immer ein Weilchen dauert. Luftschlag wird ausgeführt. So, wo komme ich denn jetzt an den ran? Was sind das jetzt für Panzer, hä? Ich bin mit Teil 1 und Teil 2 jetzt gar nicht mal so vertraut. Das habe ich ja erst mal vor zu spielen und aufzunehmen. Feinde rücken weiter vor. Benötige Verstärkung. Warnung. Gegnerische Lufteinheiten geortet. Gegnerisch. Das heißt, man hat Nord-Lufteinheiten gescheitert.
Ja komm, steh wieder auf, du Idiot. Der Turm ist der perfekte Einsatzort für Ihr Scharfschützengewehr. Nutzen Sie ihn zu Ihrem Vorteil. Das ist unfair, das ist so unfair von mir. Die haben gar keine Chance. So. Vielleicht kann ich auch hier weiter. Nee, das ist die andere Seite des Tors, wo ich eben erst war. Und da ist überhaupt nichts. Also es geht auf jeden Fall hier weiter. Und ich hole mir erstmal das tolle Gewehr ein. Dum, da, dum, dum. Ja, damit. Das ist dann auf 3, ja. Anvisieren. Da ist der. Wir warten, bis er steht, denn ein bewegtes Ziel ist immer schwer zu treffen. Haha. Headshot. So, ich sehe da ein. Jo, der hat da voll gesehen, wie sein Kamerad eigentlich. Naja, selber schuld. Dann gehen wir wieder runter. Ich finde diese Grafik schon sehr beeindruckend. Wir stehen unter schwerem Beschuss durch Notgeschütztürme. Gefällt mir mehr als irgendwie sowas wie Kreises oder so. Schalten Sie die Geschütztürme aus, um das Kanonenboot zu beschützen. Dann können wir ein wenig Feuerkraft zum Einsatz bringen. Herr Wirt, wir schicken Ihnen C4. Benutzen Sie es auch. Ich hab da schon C4. Zu Genüge. Ach so, jetzt kommt's per Luftpost. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte. Ah, war ich dumm. Ich will mit der rechten Maustaste eigentlich immer zoomen. Aber da schießt es ebenfalls. Also, es ist nicht immer beabsichtigt. Quark. Bleib mal stehen. Nicht da. Idiot. Du. Ist jetzt mal Ruhe. Wieso steht er denn wieder? Ich habe keine Munition mehr. Schönes Gefühl. Mitten im Gefecht plötzlich keine Muni mehr. So, eigentlich habe ich doch genug. Oder kann ich das alles aufsammeln? Muni voll. Zack. So, das hier war nämlich C4. Ich habe vorhin irgendwie was Falsches genommen. Keine Ahnung, was das war. So. Bamsen. Das möchte. Der repariert bestimmt. Ingenieur, tatsächlich. Gegnerische Luftangreifen geortet. Ah, komm. Das da. Lalalala. Tschüss. Panzer. Geil. Ich habe keine Muni mehr, Mensch. Verstärkung eingetroffen. Weg mit dir. Ein Luftkissen. Der Panzer sollte sich jetzt am Start befinden, Havoc. Ich sehe ihn. Viel Spaß damit. Ja, ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen aufräumen, aber wenn du sagst, gut. Ach, vielleicht mit dem Panzer, der kann ja auch nicht schwimmen. Ja, meinetwegen. Lalalala, sehr schwerfällig, aber ziemlich cool. Jetzt kann ich hier alles niedermähen. Auch den Baum, auch den Baum, auch den Baum. Nicht ganz. Aber den Stein. Nee, nee, nee. Aber den Laster bestimmt. Ich mach die mal so kaputt. Können wir noch da reinschießen. Ist ja nicht so wie bei Battlefield 3 mit der Frostbite Engine, dass hier alles zerstört werden kann an Häusern und so. Aber so kann man die Grafik wenigstens auch weiterhin genießen. Und sie wird nicht einfach zerstört. Drehen! No, war ich da schon oder komme ich von daher? Ich muss ein Gefängnis finden, jetzt verstehe ich erst meinen Auftrag. GDI, also da muss ich doch bestimmt nicht hin. Ich fahre trotzdem mal hin. Und das ist bestimmt richtig. So, ich will das jetzt nicht kaputt schießen, sei denn, da ist ein Feind drin. Oder bin ich von hier gekommen? Tatsache. Ja, ich muss erstmal mich bei sowas zurechtfinden. Irgendwie kann ich nicht gescheit wenden. Drehen in die Richtung. Ah! Alles verdreht hier. Und, so. Mensch, Mensch, Mensch. 1000 Achsen und Millionen Wege. So. Hüpf, 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 hüpf. So, ja. Ja, wo muss ich jetzt hin? Was ist das? Was ist das? Gib mir das. Kann ich da eigentlich auch Flugeinheiten abschießen mit?
Ja, wo? Wo, 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 wo? Wo? Ich hab dich genau bemerkt. Aha. Das hast du nicht umsonst getan. Na, wie fühlt sich das an? Zivilist getötet. What? Das war kein Zivilist. Keineswegs war das einer. Labert nicht. Ach, da steht oben rechts was. Finden, Entfernung 51. Ich entferne mich, oder was? Naja, kein Schimmer. Laufen wir doch einfach in die Kanone rein. Also ob mir das was ausmachen würde, der Panzer ist unzerstörbar. Wie die aber viel aushalten, schlimm. Ah, Hilfe! Sie haben einen Notpanzer. Ich habe auch Maschinengewehrnester geortet. Versuchen Sie, sich anzuschleichen. Sie brauchen Sprengstoff oder schwere Waffen, um diese Geschützstellungen auszuheben. Es wird Zeit, mal wieder zu speichern. Wir wollen ja nicht alles nochmal machen. Ah, Idiot. Dummer Fahrer. Stirb! Boah, war das schwer. Sie sollten sie einsammeln. Ja. Hatte ich eh vor. Wer beschießt mich jetzt schon wieder? Maximal Rüstung erhöht, ey. Ich habe gleich das Maximum an Aufrüstungsmöglichkeiten schon in der zweiten Mission. Wie viele Missionen gibt's? 4? Bams. Ah, Idiot! Du drehst nicht gescheit. Da. Wenn er jetzt noch lebt, hat es mit in die Weichteile bekommen. Nicht auf mich, bitte. Geht lieber auf meine Kumpels. Die tun nämlich eh nichts. Ich kann die auch einfach überfahren, ne? Ist ja klar. Zäsch. Ich habe über so einen Überblick nicht bisher gefunden. Also, ich fahre nahezu einfach drauf los. Der schießt schön weit. MG-Stellung gegen Panzer. Da habe ich aber Angst. Solange kein Obelisk in Sicht ist, ist alles in Ordnung. Moment, ich wollte hier gucken. Ihr könnt es auch wieder weitergehen. Ich glaube nicht, da hinten ist vorbei. Oh, das sind Panzerminen oder Panzerabsperrung. Da komme ich nicht so leicht durch. Als ob man das nicht wegschießen könnte. Ja, lame. Ach, da schießt mit einer Kap. Oh. Ihr wollt unbedingt sterben. Mach Mund auf. Mach Mund auf. Ja. Da sind auf jeden Fall noch welche gewesen. Fahr mal erstmal dahin. Kommst du da durch? Natürlich nicht. Ja. Der dumme Felsen ist zum Weg. Und drehen. Sowas würde ich nicht gerne im Alltag fahren. Bis der mal bei der Ampel endlich losgefahren ist. Naja, aber da kann ich die Ampel auch einfach platt fahren. Ja, realistisch, total, ja. Gut, aber ich kann ohne weiter. Scharfschützengewehr. So, jetzt bin ich hier wieder da, wo ich vor Ewigkeiten mal war, ne? Das wird also der falsche Weg sein. Hätte ich ja voll abkürzen können. Zumindest scheint es so. Ich denke mal, ich muss einfach über die Brücke. Und da soll ich den Panzer stehen lassen. Es geht! Jetzt bin ich überrascht. Ich kann aber mittendrin stehen dann. Gegen den Strom. Ich bin ein Silberlachs. Das sieht so schön aus. Das ist echter als in Tiberiensand. Da waren die Wasserfälle echt ein bisschen schnörkelig. Komme ich da auch wieder hoch? Cool. Aber ich will mir die Rückkehr nicht nehmen lassen. Das ist ein Magnetschlüssel. Er entriegelt Türen mit der gleichen Farbkodierung. Farbkodierung? Ah ja. Hauptsache YV1 zu werden.
zack. Warnung, gegnerische Lufteinheiten geortet. Ja, das sagen sie die ganze Zeit schon, das interessiert mich schon direkt. Ah! Lass mich in Ruhe! Ich hab nichts getan. Ich bin alleine. Ich hab nur friedliche Absichten. Falsche Seite. Zum Glück haben die keine Scharfschützen. Wenn die einen Schuss auf meinen Kopf machen, bin ich so ein Priester. Ist er böse? Wo kommen die denn jetzt her? Ich hab schon wieder keine Muni mehr. Ach, der kann ja nachladen. Cool, wie er das selber macht. Zack. Also so schnell bin ich nicht im Nachladen, wenn ich selber nachladen muss. Zumindest bei einer G36 nicht. Und bei einer MG schon gar nicht. So, was hast du mir zu sagen? Ich kann noch immer Zivilisten in der Kirche ordnen. Das mache ich jetzt nicht. So, Zivilisten orten muss ich. Ich muss keine Zivilisten retten, das ist auch kein Gefängnis. Was für ein Schweinehund. Sich in der Kirche zu verstecken. Das erinnert mich an Blatt. Wir sind leider noch nicht fertig. Streitkräfte von Nord nähern sich. Beschützen Sie die Zivilisten, bis wir sie evakuiert haben. Ja, ich will nur gucken, ob. Oh, gibt's gar nichts. Nehmen Sie Verbindung mit der Verstärkung auf. Sie wird sie unterstützen. Verstärkungen sind unterwegs. Gab's hier nicht irgendwelche witzigen Bilder, die auf irgendwas anderes hindeuten sollten? Ich glaube, es war aber in einem strategischen Gebäude. Wir haben das in den Notfall abgenommen. Vielleicht können Sie das brauchen. Ich hab nichts verstanden. Die sprechen so undeutlich. Ich will auch hoch. So, jetzt kommen sie, wenn alles geklärt ist. Ah! Die schwarze Hand! Die schwarze Hand! Hilfe! Hilfe! Boah, guck meine Gesundheit an unten links. Ich bin fast tot. Zack. Wo sind die hingelaufen? Sind die jetzt nach oben? Ich kriege wieder nichts mit. An mir hängt es, ob wir gewinnen oder verlieren, und ich krieg nichts mit. Ich denke mal, die sind jetzt hier irgendwie in Sicherheit. Ich sollte aber nicht zurücklaufen, oder? Hat das was zu bedeuten, dass der da lang wollte? Hat ich sowieso vor. Ihr solltet echt nicht mit dem Scrollrad. Ich erinnere mich. Da darf ich nicht durch. Ihr solltet echt nicht mit dem Scrolling versuchen, sondern mit Zahlen die Waffen zu wechseln. Ey, das muss doch gehen. Gegnerische Lufteinheiten geortet. Schon wieder leer und ich kann nicht nachladen. Gut, dann nehmen wir die da. Die genaue Bezeichnung sehe ich hier nirgendwo vermerkt. Die ist im Tutorial genannt worden. Gut, ich denke mal, hier geht's weiter. Nur eine Vermutung. Aber ich hatte echt mit ein bisschen mehr Unterstützung gerechnet. Der verschwindet einfach gut. Ich folge dem mal ganz unauffällig. Lauf! Was ist das? Hä? Na gut, da muss ich immer die Dinge einsammeln, dann wird die Karte erweitert scheinbar. Wieso fetzt der so weg? So, und jetzt? Bleib die Verstärkung. Ja, ich bin die Verstärkung. Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Auf den Baum klettern wie Mario und dann mit Schwung. Sehr schön, das Scharfschützengewehr. Wie komme ich denn da hoch? Da ist irgendwo eine Leiter bestimmt. Ich würde das schon gern haben und von oben da so ein paar wegsnipern, das wäre doch ganz cool. Jetzt ist mein Kumpel gestorben, Idiot. Ja, ist zwar ganz neu. Eva nervt wie eh und je. Da kommen immer mehr.
glaube den... Moment. Schon wieder. Ich hasse es, Scrollrad benutzen. Ich habe keine Munition mehr. Ich hasse es. So. Da ist eine. Er ist echt lebensmüde, wird beschossen und kommt einfach raus, an Schattendeckung zu gehen. Ja, du merkst einfach mal gar nichts. Feinde nähern sich. Bringt Verstärkung. Yay, Verstärkung. Uah, Idiot! Ich hab keine Muni mehr. Weg hier, weg hier, weg hier. Warum wohl? Ich werde nicht gerade beschossen, wieso? Idioten! Warum die Verzögerung? So, Scharfschützengewehr meinetwegen. Was anderes scheint mir hier nicht gegönnt zu sein. Auf jeden Fall Rüstung und Rüstung habe ich schon. Nicht abhauen! Nicht abhauen! Kämpfen wie ein Mann! Das Witzige ist, der wollte eigentlich zu mir wahrscheinlich. So. Habe ich eine neue Waffe? Feinde rücken weiter vor. Benötige Verstärkung. Wo, 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 wo? Wo denn? Da! Meine Fresse. Gut. Entfinden Entfernung 23. Ich schätze mal, die meinen Meter und nicht meinen. Warnung, gegnerische Lufteinheiten geortet. Beziehungsweise Meter und nicht Feed. Da. Einfach mal reinschießen, ich glaube sowieso. Und da kommen noch welche. Hauptsache, ich habe genug Munition, sonst habe ich ein Problem. Ich bin jetzt nicht übermäßig verschwenderisch, finde ich. Also sollte ich doch damit auskommen. Und noch einer oder was? Das ist ein, wie heißen die? Ein Kampfhubschrauber halt. Ja, ich wüsste gern, wo ich hin muss. Ah, ja, wo bin ich? Ich kann halt nicht zoomen, oder doch? Ein bisschen. Die Karte ist total nutzlos. Namo Havok. Ja, ich werde schon richtig sein. Gut, wo kam ich eigentlich her? Ich glaube, ich muss hier weiter. Ganz sicher muss ich hier weiter. Ich habe keine Muni mehr schon wieder. Was ist los? Ich kann gerade nicht mehr bewegen. Ich muss eins. Das hat auch keine Muni mehr. Ich muss mich erstmal verstecken. Wieso habe ich eigentlich kein Messer? Das ist doch mal das Mindeste. Mann! Weil ich keine Munition mehr habe. Ich kann die Leute jetzt mit C4 wegbomben. Ey. Ich glaube, die kommen jetzt immer wieder, oder was? Gebt ihr mir auch irgendwie Munition? Nicht nur C4? Ey. Ich habe doch keine Chance. 50 Meter Entfernung kann man noch ganz genau treffen mit so einer Waffe. In der P8. Aber darüber hinaus wird es dann schwierig. Mal gucken, wie lange die Munition noch reicht. 12 Schuss habe ich noch. Mit dem Telefonieren. Ein bisschen Verstärkung anfordern. Da ist was. Wahnsinn, ich habe wieder... Was? Welche Seite? Da. Oh, wo kommt der denn her? Wann habe ich zuletzt gespeichert? Von wegen, die Missionen sind einfach am Anfang. Blödsinn. Spielstand B. Haben wir heute den 17.? Scheinbar. Ich verstehe, die 0 Uhr ist schon überschritten. Das ist jetzt schon eine Weile her. Mal gucken, ob ich das dann diesmal ein bisschen besser mache. Immerhin muss ich nicht von ganz vorne beginnen. Die Missionen dauern ja ewig lange. Das ist ein Magnetschlüssel. Er entriegelt Türen mit der gleichen Farbkodierung.
Bestimmt ein Geheimgang. Was ich vorhin da gesehen habe, wo ich nicht hochkam. Hä, was? Ach, Scheiße! Ich kenne es! Ja. Falsche Waffe eigentlich, aber wird schon. Mein Herz! Da verpulver ich schon meine Munition. Der hat mir einen Schreck eingejagt gerade. Voll die falsche Waffe. Geht doch mal zum Fass hier. Wie wär's? Mann. Was haben wir denn hier Schönes? Es scheint dann doch sich gelohnt zu haben. So. Was ist das? Das ist der Flammenwerfer. Geil! Soll ich das hier aufbomben? Ich traue mich nicht. Ich hoffe ja nicht. Tiberium wäre auch nicht schlecht. Erzähle ich unseren Sammler nachher. Ja. Erstmal speichern. Ich denke, jetzt habe ich genug Munition, um das weiter zu schaffen als eben. Von so weit geht das? Warnung, gegnerische Lufteinheiten geortet. Das nenne ich mal Präzision. Kriege ich den von hier aus? Immer ruhig mit den jungen Pferden. Ey, du wirst sterben. Lad nach. Weh, du hast noch nichts mehr. Idiot. Ist einer. Schnauze. So. Oh, die kriegen immer wieder Verstärkung. Das ist doch nicht normal. Ach fuck, ich hab keine. Jetzt habe ich die bei den komischen Typen da verwendet. Jetzt muss ich da. Kann ich da einfach C4 draufschmeißen? Oder nervt mich das Tiberium dann? Bin ja schon wieder weg. Lebt er noch? Der müsste doch jetzt eigentlich kaputt sein. Nee, der lebt noch. Ja, dummes Tiberium, hör auf. Wieso hält er denn so viel aus? Ja, schieß doch einfach. Zack, vielleicht ein Flammenwerfer. Ja. Hoffentlich ist das doch wirklich notwendig. Ja. Ja. Genial. Es reicht hinten und vorne nicht die Munition. Danke. Jetzt komme ich ja wieder eine Show. Ja. Ja gut, das muss ich mir jetzt leisten, hier nochmal durchzugehen. Und da gibt es eh noch ein bisschen was einzusammeln. Lalalala. G und T zum Zoomen, das stimmt überhaupt nicht. Die bewirken gar nichts. Vielleicht auch nur, weil ich die verändert habe. In der Steuerung, aber das wurde hier nicht dann übernommen. In der Erklärung. Entfernung 41. Die Mission zieht sich. Ich dachte, die dauert so 10 Minuten wie die erste. So, hier war auch noch was. Ich habe aber schon voll 79.
Auch wenn schon Rüstung. Super. Ist ja nicht so, als hätte ich Munitionsknappheit. Kann man ruhig mal ein paar Fässer anschießen, die mich schief angeguckt haben. Und, ne, lassen wir. Ist ja kein Descent hier. So, schnappen wir uns das noch. Ich wette, da warten schon wieder welche auf mich. Das hat sich jetzt irgendwie gar nicht gelohnt. Oder kaum. Weil ich das hier schon mal nicht einsammeln kann. Okay. Aber ich habe in der Hinterhand, falls auch Not am Mann ist, ein Not am Verbandszeug, eine sichere Möglichkeit, dann zurückzugehen und mich aufzufüllen. Lalalala. So, soll ich dann nochmal hoch? Rüstung. Ja, damit. Ich sollte nicht so oft speichern, das nervt den Zaun. Hat mich überhaupt nicht erwischt. Auch nicht schlecht. Ah, lach nach! Wie dumm der da aus der Wäsche guckt und erstmal nach rechts. Was ist los? Macht schon Spaß auf jeden Fall, auch wenn es man das Alter des Spieles anmerkt, aber es stört ja nicht. Zumindest mich nicht. Im Gegenteil, mir gefällt das viel mehr. Du noch. Kann ich diesmal vielleicht in Ruhe hochgehen? Auf jeden Fall habe ich jetzt gespeichert, sicherheitshalber. Sind wir endlich mal wieder hier. Aber ich wollte nämlich eh von hier oben. Zumindest mal gucken. Hand von Nord. Warum wird das ja grün? Aus welchem Grund? Ist das vielleicht ein Freund, der schon auf mich wartet? Wäre ja ganz witzig. Ja, das ist kein Freund. Hör auf mit deinem Feuer. Ich habe übrigens gar keine Flammenmunition mehr, also kein Öl. Also kann ich das gar nicht an Menschen ausprobieren gerade. Zerstören Sie sie, um die Verstärkung abzuschneiden. Zerstören Sie die Flarak-Stellung, dann kann ich Ihnen Verstärkung schicken, die Ihnen dabei hilft, die Hauptkontrollstation zu erreichen. Ich gehe lieber mal oben rum. Ah, das oben rechts ist dann je nach Einsatzziel geordnet oder so. Also bei allem kommt schon nicht dahinter, was das bedeutet. Das kommt aber noch mit der Zeit. Keine Muni mehr. Boah, ich liebe es. Aha. Hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt, hier mitzugucken. Mit Mausrad zoomen? Blödsinn. Ja, wenn ich aus Versehen schieße, dann liegt es echt daran, dass ich eigentlich zoomen will in der rechten Maustaste, aber das geht hier nicht. Ah, was willst du denn? Hand von Nord. Toll, wie ich nicht geguckt habe, dass ich gerade voll leeres Magazin habe. Jo, Flammenwerfer, du wirst sterben, habe ich gehört. Lieferung Freihaus. Ein Buggy. So, das muss ich zerstören. Der kann eh nichts gegen mich tun. Zack, zum Glück habe ich ja noch. Flarak-Stellung vernichtet. Darf ich da auch rein oder ist das jetzt verschlossen? Verstärkungen sind unterwegs. Cool, ich kann da rein. Die haben gar kein Sicherheitsschloss oder sowas. Idioten. Aber will ich da rein? Ich warte erstmal auf die Verstärkung und speichere mal zwischen. Es kommt der nämlich, ich habe leider echt keinen Raketenwerfer mehr. Also bin ich voll
am Arsch. Wir bekommen Besuch. Ich hätte beinahe meinen Kumpel abgeschossen. Aber das hat schon der Typ hier erledigt. Die Verstärkung ist echt nutzlos. Hätte ich alles auch alleine gekonnt. Ach, ich soll ja die Hand von Nord zerstören. Kann ich das von hier draußen oder muss ich da extra reingehen für? Weiß ich nicht. Hat mir keiner gesagt. Schon geil, mal in so ein Gebäude reinzugehen. Reingehen zu können. Erst hinter deinem Kumpel verstecken und dann doch einen dicken Makro machen. Die schlafen noch, aber voll bereit zum Kampf. Wie komme ich da jetzt hoch? Das ist ja dumm, ich will da hoch. So ein Bett ist einfach zu hoch für Havok. Der kann nicht mal auf dem Bett blättern. Was ist das jetzt? Hä? Zugangskarte, okay. Wofür? Wahrscheinlich hierfür. Peace! Frieden durch Macht! Erst ein bisschen ausruhen. Eine Shake, bitte. Oh, lalala. Weg damit. Hab noch kein Bild von Kane gesehen. Also Rekruten, 5 weitere holen. Dann meldet ihr euch bei der Waffenkammer, ist das klar? Ich danke der GDI. Ich wusste schön. Ja, dass das die... Das zur Entschuldigung, das sieht wie eine GDI-Uniform schon fast tot gewesen. Aus. Ist das irgendein blöder Test? Ich brauche eine Rüstung. Gib mir mal eine Rüstung. Wieso ist die so riesig, diese Kaserne? Das ist doch nicht normal. Moment, wenn ich jetzt wieder hochgehe, bin ich doch eh falsch. Will ich auch mitnehmen. Ich hab da zwei Hände. Was? Was war das gerade für ein... Achso, mein Magazin war wieder leer. I'm understanding. So, wo soll ich jetzt hin? Warum sagt mir das keiner? Gut, ich habe ein Radar. Da könnte ich ja echt mal drauf gucken. Bin ich wieder draußen auf jeden Fall. Feuer einstellen. Schnappt ihn euch. Wer will mich schnappen? Es kann nicht ganz das Ziel sein. Was ist eigentlich jetzt das hier? Ionenkanone. Tu mal einfach mal hier hin. Habe ich die jetzt raus, reingelegt. Ich verstehe nicht, wann die aktiviert wird. So. Rechte Maustaste ist falsch. Linke Maustaste. Jetzt! Ah, raus hier! Wieso ist das so eine komische Decke? Was ist mit dem Himmel passiert? Wieso hat er das überlebt? Was ist mit der ganzen Grafik passiert? Das ist ja nicht normal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sehe übrigens auch gar nichts mehr. Ist das echt gewollt so? Sind die eigentlich auch in der Kaserne hier drin? Das kann nicht sein. Bin total verwirrt. Alles ist rot. Ach so, ich weiß auch warum. Ich bin fast tot. Aber weiß ich gar nicht mehr, was Freund oder Feind ist. Ich hoffe, ich schieße gerade keine Freunde tot. Hat jemand ein bisschen Heilung für mich? Dankeschön. Ich lebe noch. So, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich speichere mal.
Und dann 9. Zack. Bin verwirrt. Warum ist das so rot? Rotlichtfilter an hier. Und die Decke, das war doch die ganze Zeit nicht. Oder ist das hier ein Trainingsgelände? In der Kaserne. Ich dachte, ich hätte die Kaserne jetzt zerstört. Dann komme ich gar nicht mehr raus wahrscheinlich. So, da war ich auf jeden Fall. Ja, hier hat die Ionenkanone gezündet und trotzdem... Sehr seltsam. Das ist alles viel zu rot. Komm, wir trainieren ein bisschen. Ich denke mal, ich muss hier hoch. Denn da war ich noch nicht. Viel zu rot. Genau aus dem Grund bin ich nicht bei Nord, sondern bei Chili Eye angestellt. Hier war ich auf jeden Fall schon. Da ist noch ein roter Punkt auf dem Radar. Kein Schimmer. Was ich tun soll. Ich gehe einfach mal weiter. Boah. Das ist doch nicht normal. Die sind doch krank, die Leute, wenn die das aushalten können. Den ganzen Tag. Es tut in den Augen weh. Ich fahre jetzt einfach mal. Oh, gut. Man sieht wieder was. Kann ich den so kaputt machen? Das hat null Effekt. Das stört ihn auch gar nicht. Der merkt das nicht mal. Toll. Ach, ich komme da gar nicht weiter. Jetzt kann ich gar nirgendwo mehr weiter. Jetzt geht's doch hier weiter. Irgendwie an der Ecke festgehangen. Kann man sich nicht hier irgendwie mal einen Hilfetipp holen? Flarak-Stellung. Wo ich herkomme, heißt das Flak. So, das steht doch da, oder? Ich habe aber gar keine Ionenkanone mehr. Also habe ich eigentlich die Mission verloren, kann es sein? Ich versuche mal da vorbeizukommen. Wird wahrscheinlich nicht gehen. Jo, der schießt. Warnung, begrenzte Radarstörung geortet. Sie nähern sich der Nordkommunikationszentrale. Bleiben Sie wachsam. Hätte ich mal eine gescheite Waffe, um den zu besiegen. Ich bin gar nicht da. Noch lebe ich. Aber genau. Nicht mehr lange. Sie sollten jetzt in der Nähe des Gefängnisblocks sein. Verwenden Sie den Hauptcomputer im Kommunikationszentrum, um die Tore des Gefängnisblocks zu entriegeln. Sie könnten das Hauptkommunikationszentrum zerstören, um den Feind zu behindern. Hacken. Ich liebe Hacken. Endlich etwas, was ich kann. Und durch die Zack. Boah. Unglaublicher Zerstörungskraft. Heißt das etwa, dass die GDI unsere ganzen Versuchspersonen hat? Vergebt mir. Es wird sich wohl jemand mit größerer Glaubensstärke um die Situation kümmern müssen. Melden Sie sich in der Verhörzentrale zur Glaubensauflöschung. Ja, mein Gebieter. Ja, mein Gebieter. Gebieter. Die reden sich alle da rein. Ich verstehe nichts. Eine nach dem anderen, bitte. Verstehe ich da was? Hoffnungskugel. Bitte warten. Ja, ich drücke eh. Sendung. Auf Empfang. Datenübermittlung abgeschlossen. Ey, ich will hacken. Das war doch kein Hacken. Was war das denn für ein Betrug? Das kann doch jeder eh drücken. Und jetzt? Neues Einsatzziel, was? Vernichten Sie die... Das habe ich schon längst gemacht. Ist da wahrscheinlich noch mal einer. Der Arme. Man sollte erstmal fragen, ob er überhaupt sterben will. Erstmal fragen, dann schießen. So, wo ist die
Wieso ist, was hat er denn gemacht? Wir sind Päuschen. Wo ist die Flakstellung? Da ist sie. Von weitem kann der gar nichts machen mit seinem Flammenwerfer. Was ist das denn für ein Bild? Ein Kino! Geil. Ach, Propagandascheiße hier. So ein Radioturm wie aus Alarm Show 2. Öffnen Sie das Gefängnistor. Was ist, was soll dieser ganze Kommunikationszentrum-Scheiß hier? Gefängnistor, wo ist das Gefängnistor? Ey, es regt mich schon ein bisschen auf, dass ich nicht rennen kann. Länder wie Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ist es kein Wunder, dass das bis nichts los ist. Warum unterbrichst du mich, GDI-Wicht? Ich hab da was für dich. Ein bisschen spät gekommen. Ja, und jetzt soll ich da eigentlich die Ionenkanone drauf haben, aber ich hab nur auf C4. Bringt wahrscheinlich nichts. Wer hat denn jetzt geschossen? Er hier! Meine Fresse, ich bin schon wieder fast tot. Angeblich soll überall Heilung liegen, aber das stimmt nicht. Das hier ist doch das Gefängnis. Warum muss ich jetzt irgendwie noch ein Tor öffnen? Habe ich schon längst gemacht. Halt die Fresse endlich. Kack-Propaganda. GDI benutzt wehrlose Opfer als Laborratten für Versuche mit Experimenten. Ja, da komme ich doch gerade her. Wieder raus. Die GDI plant eindeutig die Regierung der Vereinigten Staaten. Hier, Tor ist offen. Und durch ihr eigenes Regime zu ersetzen. Wir haben ihre Ionenkanone. Bin gleich tot. Schreckliche Waffen mit unglaublicher Zerstörung. Ja, und ihr habt die Atomrakete, was wollt ihr? Über den Rohstoffvorräten dieses Landes in Position gebracht, da die GDI 10 Meter über die Fähigkeit verfügt. Länder wie Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt, ist es kein Wunder, dass das bis jetzt Lustigkeit bereits gegen sogenannte dritte Weltländer bewiesen. Gegen Länder, die sich nicht wehren können. Ja, Hilfe? Trotz ihrer Versuche, Lord, ihre Was macht der denn da für ein Gesicht? Ja, ihr... Keine Ahnung. Unterstützer vorgehen, werden sie es nicht schaffen, die Welt für immer. Öffnen Sie das Gefängnistor. Offen. Organisation wollen die absolute Weltherrschaft erringen. Keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ich weiß nur, dass ich gleich sterbe, wenn ich keine Heilung krieg. Ich gehe einfach mal weiter. Wo bin ich denn? Der Stern bin ich wahrscheinlich. Es ist doch bestimmt hier das Ende. Na, öffnen Sie Gefängnisse. Priorität primär. Status offen. Öffnen Sie das Tor des Nordgefängnisses von dem Kontrollpunkt aus. Ah, sag mir das doch gleich. Von dem ich muss wieder rein. Und kommt trotzdem erstmal hier. Boeing 737, ne? Okay, das ist auch ich hab das nicht gesehen. Falsche Seite war das. Also, ich muss diesen Kontrollpunkt finden. Den habe ich bestimmt schon gesehen, aber nicht verstanden. Mach auf! Eben ging es die ganze Zeit noch auf, jetzt geht es plötzlich nicht mehr auf. Wahrscheinlich muss genau das hier dann noch aufgehen. So, das hier ist auf jeden Fall nicht. Das ist nicht. Flammenwerfer haben doch Nord viel eher. Entfernung 60, okay. 70. Wenn er mir zeigt, wo es hingeht, dann ist ja alles gut. Ich folge hier unauffällig. Wir haben ihre Ionenkanonen-Satelliten.
Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Idiot. Und jetzt geht's nicht mehr auf. Ja, doch. Wenn man diese Stimme aufhören würde. Laber doch immer dasselbe. Wie sah das aus? Wie so ein Spielautomat. Okay, muss ich mir doch merken. Rechts rot, links grün. Finde schon. Dritte Weltländer wie Großbritannien und Frankreich. Da war ich doch schon, aber das ist es ja nicht. So sieht's nicht aus. Ist es normal, dass dieses Viereck da die ganze Zeit um mein Fadenkreuz rumschwebt? Das nervt mich tierisch. Ja und? Ihr doch auch! Wir können es ja zusammentun. Das ist es. Nee, das sieht irgendwie anders aus. Dieses Dorf zu einem primären Ziel erklärt. Sie haben behauptet, dass die Versuche von Nord euch zu beschützen eine Kriegserklärung darstellen. Aber Feinde gibt es ja auch nicht mehr. Alles leer gefegt. Um so viele wie möglich von euch zu ich drehe mich dauernd im Kreis. Ist das doof. Aber ich finde es einfach nicht. Es muss doch hier drin sein, oder? Oder doch nicht? Ich glaube, die Propaganda bald selber. Wenn ich das noch länger hören muss. Ich war doch jetzt eigentlich schon überall. Oder? Meine schon. Hier drin ist nichts. Ich muss weitersuchen. Unglaublicher Zerstörungskraft über den Rohstoffvorräten dieses Landes in Position gebracht. Die GDI über die Fähigkeit. Hier vielleicht? Länder wie Frankreich oder Großbritannien. Halt doch die Fresse. Wie muss ich hin? Von da komme ich doch. Aber da geht's auch gar nicht weiter. Warum hilfst du mir nicht? Warum? Mir geht's gut, trotz ihrer Versuche, Nord ihre Gräueltaten in Schutz zu schieben, indem sie gedankt gegen ihre eigenen Unterstützer vorgehen, werden sie es nicht schaffen. Die Welt immer zu voll dieser kranken Organisation wollen die absolute Weltherrschaft erringen. Ja. Gut, das, ich hab keine Ahnung. Scheinbar muss es von drinnen geschehen. Sie haben behauptet, dass die Versuche von Nord euch zu beschützen eine Kriegserklärung darstellen. Wo soll das? Es kann nur hier irgendwo sein. Ich muss es nur finden. Ich will mich der Blöße jetzt nicht hingeben, das nachgucken zu müssen, weil es doch irgendwo hier sein muss. Ah, das Tor muss ich bestimmt auch irgendwie öffnen. Das muss auf jeden Fall von hier drinnen gehen. Ja gut, aber ich will das jetzt nicht ewig hinauszögern. GDI benutzt wehrlose Opfer als Laborratten für Versuche mit Experimenten. Boah, das den ganzen Tag hören. Das ist ja Folter. Es gibt so viele Kontrollmöglichkeiten. Wahrscheinlich drücke ich nur die falsche Taste. Ihr wollt mich doch echt verarschen. Frankreich oder Großbritannien einfach so auszulöschen, wenn es in das hier muss doch sein. Gegen Länder, die sich nicht wehren konnten. Trotz ihrer Versuche, Nord ihre Gräueltaten in die Schuhe zu schieben. Déjà-vu. Ich dachte echt vorhin, ich hätte etwas bewirkt, als ich hier kurz war.
Da steht auch Hauptcomputer. Also, was... irgendwie ist aber auch ein Schild, das bedeutet, dass da nichts zu machen ist. Enter? Nicht wirklich. Jetzt hänge ich irgendwie wieder. Gut, ich muss scheinbar doch nachgucken. Oder ich warte, bis ich einen Tipp bekomme unter dem Video. Ansonsten kommt kein neues Video, Edge. Tolle Erpressung, oder? Ich drücke die ganze Zeit ununterbrochen E, weil ich denke, irgendwo bin ich dann schon richtig. Ich wüsste echt gern, was das hier ist. Ne, ne, ne. Und durch ihr eigenes Regime zu ersetzen. Interessante Theorie, muss ich ja sagen. Da muss dann auch erstmal drauf kommen. Ich gehe im Kreise, denn der Kreis ist viel sympathischer als ein Viereck. Wenn ich mich hier runter, da kam noch der gerade her. Da geht nämlich nach oben, da muss ich bestimmt hin. Öffnen. Hä, wieso geht's jetzt auf? Ist das richtig? Nein. Boah. Wenn man das wenigstens irgendwie mal rückstellen könnte. Hätte ich mal die Ionenkanone schon längst verbraucht. Hier wird halt auch kein Hinweis gegeben auf dem... auf der Karte unten links steht zum Beispiel gar nichts. Gucken wir nochmal genauer nach. Wir haben das Teil auf keinen Fall irgendwo gesehen. Bestimmt führt er irgendwo noch... irgendwo noch eins rum. Irgendein Fahrstuhl noch irgendwo hin. Hatch. Erich Wolf. Als Mitglied der GSG 9. Cool. Interessant. Auf ja, einem primären Ziel erklärt. Sie haben behauptet, dass sie euch zu beschützen. Du brauchst Verstärkung, Mark. Du machst doch gar nichts. Ihre Kanonen, ja, lauf vor, lauf vor. Unter Beschuss genommen, um ich so viele wie möglich von euch zu töten. Der macht nichts. Der läuft mir hinterher. Sie töten eure Landsleute, eure Nachbarn und Brüder. Okay, das wird so nichts. Ich hänge fest. Wahrscheinlich irgendeine ganz dumme Lösung. Irgendein Computer hier funktioniert dann doch. Dann gehen wir nochmal hier lang und dann nach links. Da war ich bestimmt noch nicht. Schreckliche Waffen mit unglaublicher Zerstörung. Wo willst du hin? Das hier ist doch bestimmt der... Ach so, man muss warten, weil es halt normaler Fahrstuhl ist. Ja gut, ich will nochmal runter. Es geht scheinbar nicht noch weiter runter. Auszulöschen, wenn es ihnen in den Sinn kommt. Ist es Kommunikationszentrum, scheinbar muss es einfach nur zerstören, kann das sein? Dann tue ich nochmal hier kurz speichern. Das war die falsche Taste offenbar. So, oh nein. Zack. Zack und... hat nichts gebracht. Das bringt ja gar nichts. Wie viel habe ich denn noch? Oh, keins mehr.
Total sinnlos. Oder hat er jetzt aufgehört zu labern? Nö. Gut, dann gucke ich mal nach, was hier die Lösung ist. Oder ihr müsst mir das sagen. Gut. Ein Trauerspiel. Mein Name ist Sam, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.